Kennen Sie es noch? Wonach klingt das? Nach einem Korb? Eine Absage? War das ein Brief aus Stadtkirchwil? Ein Leserbrief? Ein Testament? Ein Ich muss dir unbedingt meine Meinung sagen? Steckt da Gefühl drin? Lust, Angst, Frust, Wut? Nein, so klang es nicht. Ist es ein wahres, eine viel zu lange hinausgezögerte Kündigung? Ohnmacht, die sich angesichts des Briefes zur Macht entwickelt. Nein, nein, ohne Stimme bitte. Es klang neutraler. Der nicht mehr will. Ihm fehlt die Energie für das ständige Abwägen, was darf ich dem Volk zumuten und was verschweige ich. Keine Lust auf Politik, da selbst am Sex politisiert. Wie wäre ich als Politiker? Für die Rechte egoistisch genug? Für die Linke passend angepasst? Für die Mitte ansprechend unpolitisch? Wie hielte ich es mit Versprechungen? In ein Augenpaar, ein schönes Augenpaar, Mandelaugen, schön, und diese Haare, so dunkel. Ich grinse unbeholfen und sie fragt, Schnitzeljagd, bitte was? Schnitzeljagd?